So, Freunde der Spielkultur. Mein Gott, Sprache ist wieder schlecht. Aber wir fangen einfach an. Wir spielen heute Abend ein bisschen Dredge noch. Freundlicherweise von Sarolon gespendet und über Steam mir geschenkt. Was jetzt nicht heißt, dass mir alle Leute irgendwelche Spiele schenken sollten über Steam. Weil ich komme eh nicht dazu, alle zu spielen. Ich habe es nur vorhin erwähnt, dass der Entwickler damals kein Key mir zugesendet hat. Und dann, es kommt halt genug anderes. Dann sagt man so, okay, warum soll ich mir das kaufen? Ich weiß nicht genau, ob ich das jemals spielen werde. Wobei das Konzept eigentlich ganz cool ist. Du bist halt ein Fischer, der halt ein Abenteuer erlebt in einer etwas düster angehauchten Welt, wo es auch Untiefen gibt und sowohl Panik und so ein bisschen Terror. Werden wir mal alles erleben. Wir werden hier ein, zwei Stündchen versenken. Da werden wir schon relativ viel sehen. Und man kann halt sein Schiff upgraden, neben dieser ganzen Fischtätigkeit, also Fischereitätigkeit, wo man Fische verkaufen soll und die Tetris-mäßig in sein Lager reinhaut. Wir werden einfach ein neues Spiel starten. Ich habe vorhin schon mal ganz kurz reingeguckt. Löschen das, weil man muss halt auch Geheimnisse sammeln und sowas. Also der alte Mann und das Meer eigentlich. Das werden wir ja sehen. Ich habe vorhin extra alles übersprungen an Text und Zwischensequenz, als ich reingeschaut habe. Aber anscheinend habe ich nicht viel verpasst. Außer, dass ich auf den Riff auffahre. Obwohl da ein Leuchtturm ist. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann bellt einer Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Schiffes, eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal, ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später und können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken. Mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird das unangenehm. So, das ist unser Schiff. In der Kajüte können wir unsere Mission sehen. Fange Fisch für den Tag. Dann haben wir hier eine schöne Karte der Umgebung. Teufelsgrund, da werden wahrscheinlich unterschiedliche Dörfer sein. So viel Fisch wie möglich fangen. Also legen wir erstmal ab. Duk, 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 duk. So, hier ist ein Fangplatz. Da kann man Fische fangen. Das sind unterschiedliche Minispiele, um die Fische zu fangen. Also wenn man richtig trifft, kann man das beschleunigen und dann fügen wir es halt in unseren Laderaum ein und können auch sehen, wie viel Bestand hier noch ist. Wobei diese blaue Makrele halt praktisch wertlos ist, aber halt gut genug ist, um Hunger zu stillen. Oben sehen wir ein paar Sachen von unserem Schiff, zum Beispiel die Fanggeschwindigkeit und die Fahrgeschwindigkeit und den Scheinwerfer. Das wird natürlich später wichtig wegen der Dunkelheit. Aber ich bin auch kein Profi des Spiels, also ich habe vorhin nur mal, während ich auf mein Essen gewartet hatte schon mal reingeguckt. So, hier ist das. Ist der Fisch schon abgegrast. Treibende Boje, sie soll einen sicheren Weg durch gefährliche Klippen und unsichtbare Hindernisse weisen. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht, mein Gott. So, hier ist Flachwasser, da kann ich im Moment nicht fischen. Ich kann nur in der Küstennähe fischen. Dafür kauft man eine andere Anglerausrüstung. So, die Zeit läuft nur weiter, wenn du in Bewegung bist, fischst oder bestimmte Aktionen ausführst. Hallo Alpha-Palme.
ein Fernglas benutzen, da kann man schon mal sehen, was man theoretisch fangen könnte in seiner Umgebung. So, sind wir voll, können wir zurückfahren. Tschukka, tschukka, tschukka. Keine Ahnung, wofür das Nebelhorn ist. Vor allem, wie viele grüne Stellen sind auf dem Ring? Habe ich den verdeckt mit meinem Gesicht? Ich weiß es nicht. Ich muss nachher nochmal eine neue Position suchen, wo ich mich hindocken kann. Ich denke, links oben wird nicht sein. Dann sag doch einfach, dass ich das gerade mit meinem Gesicht verdeckt habe. Du gehst in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gerne dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt. Also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung somit Nahrungsversorgung, kapiert? Verstanden. Also los jetzt und verkauf deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Jetzt bin ich mal live dabei, schau deine Videos schon seit Jahren auf YouTube weiter so. Dankeschön, Black. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist denn mit dem anderen passiert? Ja, hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal abbezahlst. Also lass mal sehen, was du da hast. So, 158 Dollar. Einen Fisch verkaufen. Da werden meine Schulden auch getilgt. Da bin ich übrigens mit meinem Gesicht jetzt auch gerade davor. Geh nochmal ein Stück runter. Gibt keine gute Position für mich. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Das ist ein Forschungsobjekt. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau mal bei ihr vorbei. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Hey, du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäden am Boot geben, wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wirklich flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und du weißt auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Seh dich ruhig um, aber denk daran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau. Also plane sorgfältig. Sie nutzen wirklich den gesamten Raum.
There's no space for me. So, sie kann mir nämlich eine Angel geben für Flachwasser. So, da oben ist das Forschungsteil. Wobei ich gerade überlege, gibt auch weitere Motoren. Und du siehst übrigens hier unten schon, wofür diese Stellen in deinem Boot benutzt werden können. Also Angeln können halt hier eingesetzt werden. Für Fischernetze, beziehungsweise Schleppnetze habe ich nichts. Und für Licht habe ich hier oben ein Stück, wo ich das einfügen könnte. Beziehungsweise ein Feld. Nur ich will es jetzt eigentlich nicht mit dem Ding machen. Und weil jetzt dunkel wird, ruhen wir erstmal, bis der nächste Tag ist. Weil wir sollen ja nachts nicht rausfahren wegen dem Nebel. Der erzeugt Panik. Das wollen wir ja nicht. Und ich werde nicht singen. Atemlos durch die Bucht. Weiß überhaupt nicht, ob man Überfischung machen kann. Also in der Form von, wenn ich ein paar Fische da lasse im Bestand, ob ich die dann immer wieder abernten kann. Aber wir sind einfach mal menschlich und nehmen so viel mit, wie wir haben können, beziehungsweise bekommen können. Der Vorteil, Erfolg zu haben übrigens bei dem Fischen, das spart halt Zeit. Wenn du erfolgreich fischst. Fische Tetris. Ja, kann man so nennen. Ah, guck mal, da kriege ich einen ganz speziellen Kabeljau. Der in der Größe 1,13 Meter. Und dann kriege ich für den nämlich besonders viel Geld nachher. So, 16 Uhr, wir sollten nach Hause fahren. Kabeljau ist sau lecker. Bevor ich es vergesse, es gibt ja auch eine Enzyklopädie, wo alle Fische aufgelistet sind. Und es gibt wohl später Anomalien davon, das ist das hier unten, was dann ein bisschen damit hat mit dieser Panikgeschichte. 128 Fischarten gibt es. Wovon die meisten sogar anscheinend wirklich Anomalien sind. Weil es geht ja bis zu exotisch, das ist dann 64. Zu welchen Tageszeit man die fangen kann, so ein bisschen Pokémon-like. Nur, dass er deine Fische nicht kämpfen lässt. So, wähle einen Scheinwerfer, in den du E gedrückt hältst und ihn anschaltest. Aber ich habe ja gar keinen Scheinwerfer. Sondern ich habe ja nur meine kleine Lampe. Der Scheinwerfer kommt noch, um den Nebel zu bekämpfen. Ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Fischhändler hieß.
geredet hat. Auf jeden Fall, es gibt jetzt eine Sonderbestellung, was eigentlich eine Mission ist. Eine Golfflunder und einen grauen Aal soll ich mitbringen. Um die zu fangen, brauche ich eine Angelausrüstung für Flachwasserfische. So, Schulden auch wieder ein bisschen abbezahlt. Und jetzt können wir nämlich die beschwerte Leine kaufen. Das Einbauen der Leine kostet halt ein bisschen Zeit, aber wenn wir in der Nacht jetzt eh nicht angeln können, ist das okay. Was haben wir noch übrig an Geld? 100. Ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich einen weiteren Motor einbaue, ob ich dadurch schneller werde. Aber ist doch egal, ich brauche nachher eh die Lampe. Oder ich mache erstmal gar nichts. Ich behalte mein Geld. Und wir schlafen erstmal. Ach, stimmt ja. Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um zu fischen. Für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen, also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Sie dreht sich um und schlürft wieder den Pfad hinauf, der zum Leuchtturm führt. So, Forscher kann ich übrigens auch mit diesem Forschungsteil halt betreiben. Fischart, ozeanisch, hydraulische Angelroute. Verbesserter Außenmotor. Körbe gibt's noch nicht. Da muss ich, glaube ich, 2 Forschungsteile investieren. Immer die herzlichen Einheimischen. Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmark, könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen. Der Bürgermeister gibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei der Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Kleinmark. Es liegt im Osten. Achso, das ist das, was direkt gegenüber liegt. Da müssen wir mal rüber. Ich glaube, hier gibt es nämlich die Flunder, die wir fangen sollen für die Quest. Man kann es ja an der Silhouette schon erkennen. Moment, da ist auch der Aal. Und was machst du da unten? Der ist da unten die ganze Zeit am Rumschmatzen.
Ja, das Glitzern im Wasser ist eine Flaschenpost. Da fahre ich gleich hin, weil ich zurzeit noch nicht sehr schnell bin und deshalb möchte ich eben das Paket abliefern. Und ich weiß, dass du das auch schon spielst, Saulon. Ich habe gesehen, dass du das am Laufen hast. Ist das eine Lieferung? Mal sehen. Es reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Es scheint, das Päckchen vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, ist schön frisch. Eignet sich bestens. Und ich sollte dich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt dir ein wenig Geld. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen. Konnte damit aber nichts anfangen. Das wird dir sicher mehr nützen. Er zieht ein zerknautes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige Seiten sind zerknickt. Bewahre es in der Kajüte auf. Vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gern auch mal zum Plaudern hier. Ich weiß, wie einsam es sein kann. Nachhaltiges Fischen. Ja, das betreibe ich zurzeit nicht. Du betrittst ein hell erleuchtetes Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten. In den Regalen lagern Schmuckstücke und anderer Tand. Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Hallo? Ist das... Nein. Wir haben wohl noch nicht kennengelernt. Verzeih mir. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Ich habe nichts Schönes für dich. Aber eines Tages. Die haben gar keinen eigenen Fischhändler. Übrigens wieder ein Team 17 Published Spiel. Die entwickeln sich ja auch langsam zu einem gute kleine Indie-Entwickler-Szene, Studio, Publisher. Guten Abend, Kajuschka. So. Ich möchte gerne alles zurückzahlen. Fantastisch, also was kann ich noch für dich tun? Nix mehr. Ich habe den Fisch für die Bestellung. Gut, damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung. Diese ist ein wenig spezieller. Gewünscht werden ein paar Kalmare und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Heutzutage fischen nicht mehr viele nach Kalmaren. Denn diese Art ist nachtaktiv. Und du weißt ja, dass nachts, was hier nachts hier los ist. Also viel Glück. Also eigentlich wissen wir gar nicht, was nachts hier los ist. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Wir sind froh, dass du hier bist. Das ist das Trockendock. hier können wir deinem Boot ein paar prägnante Verbesserungen zufügen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkte für Ausrüstung und sogar einen besseren Rumpf. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Materialien. Bauholz, Metallschrott, solche Sachen. Wie komme ich an die Materialien? An der Küste findet man jede Menge gutes Material. Vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Materialien für Verbesserung werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Ah.
Bauen wir erstmal ein Licht ein. Zwei Tintenfische und Zackenbarsch. Die beißen nur nachts. Der Zackenbarsch oder die Tintenfische? Ist auch egal, wir fahren einfach los. Ist das auch der Tintenfisch, den ich suche? Das ist übrigens hier irgendwie Paniklevel. Alle Kreaturen, seien sie menschlich oder nicht, würden zerschmettert und ihm zu Füße geworfen werden. Du sinnst über diesem Bauwerk innewohnende Macht nach, diese steinerne Säule, von den zahllose Leben abhängen. Wie lange wird er dort noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seinen Zweck erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. So, Panik wird reduziert durch Scheinwerfer und ausreichend Schlaf. Ich habe keine Ahnung, wo überhaupt Paniklevel oder sowas steht. Also man sieht zwar das Auge, im Moment sieht das noch okay aus. Jetzt sieht es ein bisschen erschreckender aus. Jetzt ist es rot, jetzt sollte ich bestimmt nach Hause gehen. Bevor mein Typ ausrastet oder der Panik verfällt. Oje, du siehst erschöpft aus. Du vergisst doch nicht etwa zu schlafen, oder? Ich sag dir immer, regelmäßige Pausen sind der beste Garant für Produktivität. Ich hab den Fisch für deine Bestellung. Nö, den besonderen kriegen sie nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Nachts zu fischen ist schwierig. Ich wollte eine neue Geschäftsidee mit dir diskutieren. Es geht dabei um Krabbenkörbe.
Ich habe hier tatsächlich einen für dich. Er ist ein bisschen verbeult, aber du könntest ihn bei der Schiffsbauerin reparieren lassen. Standort der Krabbenkörbe nicht vergessen. Sollte unkompliziert sein. Wirf das Ding auf See einfach irgendwo aus. Und nach ein bis zwei Tagen siehst du nach, ob du was gefangen hast. Ich habe da einen Kunden, der möchte eine Winkerkrabbe und eine gemeine Strandkrabbe. Beide Arten findet man hier in der Gegend. So, die kann den Korb reparieren. Hat er ja gesagt gehabt. So, kurz mal ruhen. Wähle einen Krabbenkorb mit E aus und lege ihn mit rechter Maustaste aus. Mit der Zeit füllt er sich, aber benötigt auch häufig Reparaturen. Und so wird es immer mehr. Korrekte Motorbedienung. Das ist für diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrüstung. Das sind übrigens dann Materialien, denke ich mal, die du einsammeln kannst. Um das zu bekommen. Aber ich verstehe im Moment noch nicht, warum sollte ich jemals das Licht ausmachen? Ich habe ja keinen Verbrauch dadurch. Verscheucht Licht Fische. Nein, die Spots sind fest. Stachelrochen. Ich denke mal eh, dass du im Erstgebiet hier noch recht fit bist. Ja, beziehungsweise recht sicher bist. Die Marktstätte. Es hupt jemand anders aus dem Nebel. Und übrigens, der zweite Motor bringt wirklich mehr Knoten. Ich habe dieses Buch hier gefunden. Es könnte dir nützlich sein. Routen, Rollen und Leinen.
Spielst du heute noch Westernfront? Nur vielleicht nachher. Durchsuche die Kajüte nach Boni, ein dicker Wälzer. Da stand irgendwas mit einem gesunden Ökosystem für zukünftige Generationen. Chance von 10%, den Fischbestand nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. Direkte Motorbedienung. So, überprüf mal den Korb. Winkerkrabbe. Ihr werdet mir doch eh bestimmt zu viel Platz wegnehmen. Ach, das ist mein Boot, was den Schatten wirft. Ich dachte gerade schon, oh, das ist aber ein riesiger Fisch unten. Meine Strandkrabbe. Natürlich genau die beiden Krabben, die ich brauche. Was ist das denn? Ein gebrochenes Rückgrat, bizarr gewunden, eine Reihe scharfer Zähne, die auf Rache aus sind. Denk mal, das ist schon der erste, die erste Anomalie. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Inseln und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesem flachen Gewässer nicht viel, also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Julie. Mit einer feierlichen Taufzeremonie und allem drum und dran. Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtig, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Er wollte alles wegwerfen, auf dem noch der alte Name stand. Aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter der einer Decke einen Picknickkorb hervorscheinen sehen, hervorlucken sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Ich habe einen seltsam aussehenden Fisch gefangen. Sollte ihn dem Fischhändler zeigen. Da unten sind auch schon etwas größere. Echt? Ah, gibt das direkt Schaden? Nur weil ich so einen Cliff ein bisschen streife. Du hast die Krabben für die Bestellung? Ja. Denk daran, wenn deine Krabbenkörbe ein bisschen beschädigt sind, dann kann die Schiffsbauerin sie reparieren. Das sollte reichen. Schön, dass du mit dem alten Korb was anfangen konntest. Du kannst auch hier noch mehr davon kaufen oder beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Da ist noch was, was ich... nein, vergiss es.
Nicht alle Fischschwärme sind gleich. In manchen gibt es abnorme Exemplare. Manchmal entdeckt man sie schon von der Oberfläche aus. Die habe ich gerade an dich verkauft. Die Titanic hat auch nur gestriffen. Hat sie auch. Na, egal wie häufig ich da reingucke, ich werde da ja nichts Neues sehen. Na toll. Jetzt habe ich den Fisch nämlich einfach verkauft. Und der Fischhändler hat mir gar nichts zum Fisch gesagt. Groteske Makrele, vergammelte Schuppen und hervorstehende Augen. Was für ein Anblick. Wassermarsch macht gar nichts. Man kann Punkte ausgeben für gewisse Aktionen damals, die ich dann befolgen musste. Und Wassermarsch war eigentlich, dass ich daran denke zu trinken. Im Stream. So. Mach mal Licht an, wir fahren jetzt zurück. Ich habe das Gefühl, irgendwie, dass nachts, also dass es nachts mehr Cliffs gibt. Und das ist, glaube ich, die Wahrheit auch. Du gibst dem Fischer den grotesken Fisch. Er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Ah, das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich fange mal an. Er lässt seine Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf eine Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich aufgewölbten Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf. Aus seinem Magen zieht er ein kleines Stück Stoff, das er auf den Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Also so etwas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding und den Fisch bezahle ich dir natürlich. Ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Bin sicher, du findest bald noch mehr davon und ich würde dich gut dafür bezahlen. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast und damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß auch, was er aus dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel, verlasse dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Da unten im Süden. Aber erstmal lassen wir die Nacht wieder vorbeiziehen.
Den haben wir nachts schon gesehen. Ja, ich meine, was eigentlich, wenn die Dinger kaputt gehen? Dann kann ich wahrscheinlich den kaputten einsammeln und den wieder reparieren. Gefällt dir das Spiel auch, wenn es keine Ballonaufklärung gibt? Das ist 1927 oder auch nicht. Kann ich hier? Ja. Verfallenes Anwesen. Der Mann steht in der Tür und wartet auf dich. In seiner Hand hält er ein altes Buch. Der Einband ist purpurfarben. Die Bänder sind silber. Ah, du bist gekommen. Gut, ich will mich vorstellen. Ich bin Sammler. Ich sammle viele Dinge. Kunst, Artefakte, Schätze und Wahrheiten und Kurioses, das seltsame Begehrlichkeiten zu wecken vermag. Und du hast da etwas, was mich interessiert. Du gibst das Taschentuch dem Sammler. Er hält es in flackerndes Licht und betrachtet es genau. Ja, und diese Muster sind unverwechselbar. Selbst nach so langer Zeit noch. Dieses Taschentuch stammt von einem alten Schiff, nach dem ich gesucht habe. Es ist vor vielen Jahren gesunken. Es hatte bedeutende Dinge geladen. Sie zu bergen wird eine echte Herausforderung sein. Und hier kommst du ins Spiel. Mein Vorschlag lautet, ich statte dein Schiff mit der nötigen Ausrüstung aus, um die Wracks und die dunklen Tiefen durchsuchen zu können. Finde diese verlorenen Relikte für mich und ich werde dich überreich belohnen. Du musst das Fischen dafür nicht aufgeben. Ich müsste mir dein Schiff nur für ein paar Stunden ausleihen, um alles Nötige einzubauen. Was meinst du? Dredge-Kran. Wir suchen nach einem Ring, einer Halskette, einer Uhr, einer Musiktruhe und einem Schlüssel. Ich würde dir empfehlen, dich in den Städten umzuhören und nach Schiffswracks und ungewöhnlichen Vorkommnissen zu fragen. Du sollst jede Spur nachgehen. Komm zurück, sobald du etwas hast. Geh in die Werkstatt, ist abgesperrt. Ach so. Ja, man kann für 2 Euro so ein Supporter-Pack kaufen und dann kannst du in der Werkstatt, glaube ich, Ressourcen rausholen. Nicht Ressourcen, sondern ich glaube 2 besondere Ausrüstungsgegenstände. Ich glaube, ein anderer Motor und noch irgendeine Angel. Vieläugige Makrele, mit Augäpfeln gespickte Kiemplatten, überflüssig, aber dennoch manisch in Bewegung. Alle Augen starren durch dich hindurch. So, wir sind voll. Chance, Moment, Motoren bringen 5% mehr Geschwindigkeit als angegeben. Man findet einen Motor und einen Talisman. Danke für den Hinweis, Sarolon. Wenn man halt dieses Mini-DLC kauft. Ach so. Du musst immer ausweichen, wenn ein Loch kommt. Abgetragener Ring. Schönen guten Tag, Hardmore. Grüß dich. Stopp das wieder. Ich will nicht SRAM. Okay, eine Boje darf ich rammen und gehe dadurch nicht kaputt. Muss was trinken. Architektin, du gehst auf eine Frau zu, die schweigend am Dock sitzt und ins Wasser starrt. Sie wendet sich dir zu. Wie ist es dort draußen?
Es ist heikel. Auf jeden Fall besser als hier in dieser verdammten Stadt. Ich muss mal hier raus, vielleicht komme ich dann nicht zurück. Zurückzublicken ist ein Fehler, oder? Man muss immer nach vorn schauen, weitergehen. So übel ist es hier gar nicht. Sie blickt wieder gedankenverloren hinaus aufs Meer. Sag mal, wenn du ein paar Materialien auftreiben könntest, würdest du mir dann helfen, umzuziehen? Ich meine richtig umziehen. Es gibt da eine Insel, von der ich gehört habe. Stahlspitz liegt nördlich von hier. 2 Einheiten Holz und 2 Einheiten Metallschrott. Das ist alles, was ich brauche. Könnten wir dort draußen ein neues Haus bauen. Du dürftest mich auch besuchen. Wenn du etwas findest, dann bring mir die Sachen einfach nach Stahlspitz. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist. Auf jeden Fall gibt es genug zu tun. Leuchtturmwärterin. Was willst du? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Sie beäugt dich misstrauisch. Es gibt da diese Stelle auf der Rückseite von Großmark. Die Strömung spült viele Wracks dorthin. In manchen Nächten sieht man ein unnatürliches Leuchten, das aus den Tiefen des Wassers zu kommen scheint. Ich kann mir kaum vorstellen, was dort unten sein mag. Wenn du also das suchst, was ich glaube, dann wäre es besser, du würdest umkehren. Niemals! Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Was denkst du, was mit dem Menschen geschieht, der das Fleisch dieses Fisches verzehrt? Man wird verrückt. Nun, wahrscheinlich, aber ich will sicher sein. Bringe mir einen mutierten Fisch irgendein, aber das muss unter uns bleiben. Könntest du einen dieser Mutanten fangen? Ja. Bitte. Der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen. Er presst ihn gegen die Brust und drückt das schleimige Ding fest zusammen. Der soll sich gut eignen, hier dein Lohn. Und warum nimmst du nicht auch die mit? Achso, Forschungsteile. Hörst du das? Es klingt wie leises Gewisper. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkaufe, was nötig ist, dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. So, jetzt kann ich damit wieder Forschung betreiben. Man muss den Korb seltener leeren. Strahlantrieb, eine relativ neue Entwicklung, pumpt das Wasser effizienter durchs System als ein Außenborder. Du wirst mir bestimmt sagen, das kann ich. Ja. Das ist ja Forschung und dann kann ich das kaufen. Das ist wieder diese typische Logik. Ah, wir haben die Forschung. Jetzt muss ich aber noch irgendjemand Geld dafür bezahlen, das zu bekommen. Küstennähe und Flachwasser. Du kannst auch weg. ...15,8 Knoten. Brumm, 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 brumm. Oh, man merkt, dass ich schneller werde.
So, bitte einmal alles einsammeln. Ozeanisch kann ich ja noch gar nicht angeln. Da brauche ich diese eine Angelbinde, Rolle, wie auch immer. Danke Grundessenz fürs Folgen. Ich dachte erst, man muss hierbei von außen nach innen gehen, so wie früher bei, ich glaube Mass Effect hat so romantiert, also um irgendwas zu hacken oder so. Ein haufenloser Trümmer, um sie wegzuschaffen, bräuchte man ein paar starke Sprengladungen. Fahren wir andersrum wieder zurück. Alles, was von diesem Boot übrig ist, ist diese morsche Hülle. Ach, guck mal. Goldring mit einem leuchtenden Sieb drin. Da sind Holzplanken auch drin. Ich glaube, das ist das Schiff, wovon man den Brief gefunden hat. Das war so ein Indikator dafür, wo man danach suchen sollte. Der Fischer noch lebt, der Fischereihändler. Der Fischhändler. Ne, ist verriegelt immer noch. Diese hydraulische Angelrute. Der zieht sich auch sehr wahrscheinlich den Fisch gerade rein. Was kann ich für dich tun? Weiß etwas über seltsame Vorfälle. Nun, ich habe gehört, dass es mit meinem Kollegen in Kleinmark ein böses Ende genommen hat. Man sagt, er sei ganz plötzlich verrückt geworden, am Strand entlang gerast und habe die Habseligkeiten fremder Leute in hohem Bogen ins Meer geworfen. Das ging ein paar Tage lang so, dann ist er verschwunden. Heute erzählen wir die Geschichte vom alten Bürgermeister den Kindern, um ihnen Angst einzujagen. Nicht viele erinnern sich an ihn, auch ich nicht, und die sich daran erinnern, wollen nicht darüber sprechen. Eine höchst unerquickliche Geschichte. So, wir versuchen unser Bestes, um alle gesunkenen Schiffe in der Gegend zu bergen und zu heben. Damit wollen wir euch Fischern die Arbeit erleichtern. Auf der Rückseite allerdings, da kommt man nicht so leicht hin. Da liegen noch einige Wracks, vor allem an den Stellen, an denen das Wasser sehr tief ist. Den Bereich solltest du meiden. Moment mal, kann ich das nicht?
Ah ne, es ist für irgendwas anderes gedacht. Zwei Bauholz, zwei Schrott. So, der Händler auf der anderen Seite, vielleicht kauft der ja das mit dem Schrottzeug. Also zum Bauen kann ich das nicht verwenden. Warten wir nochmal, vielleicht ist am nächsten Tag der Fischhändler ja doch wieder wach. Uff, ich habe heute erschreckende Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ich kann mich nicht erinnern. Was kann ich für dich tun? Meinen kleinen Fischüberschuss annehmen. Trauender Vater. Hallo, alles in Ordnung? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Nun also, mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo da draußen in einem dieser Wracks, ganz alleine im eisigen Wasser. Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt, mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn, könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine Bronzegürtelschnalle mit einer speziellen Gravur. Ich würde sie wohl überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stünde ich tief in deiner Schuld. Okay, der kann auch nichts mit den durchnässten Brettern anfangen. So, hier in der Nähe von Kleinmark sollte die Gürtelschnalle sein von dem netten Herrn. Von seinem Sohn, meine ich. Da müsste das sein. Oder da. Ne, da rechts ist es. Aber hier holen wir auch mal eben was an Land. Aufs Schiff? Aufs Boot? Aber es kommt später noch irgendeine Möglichkeit, die Ressourcen zu verarbeiten. Angelrouten holen Fische 10% effizienter ein. Ist die Bronzegürtelschnalle. Ich habe schon einen riesigen Tanker bestellt. Weil mein Lager zu klein ist. Oder eine ganze Flotte wäre gut.
Nachrichten. 21. August. Wir hatten in den seichten Gewässern hinter Großmark gestern einen kleinen Unfall. Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Felsen vor uns auf und das Boot rammte ihn. Der Rumpf wurde nicht durchschlagen, aber wir wurden ordentlich durchgeschüttet und ein paar Sachen gingen über Bord. Wir haben nicht gesehen, was es war, aber wir glauben, es war nichts Wichtiges. Er brütete später noch über den Notizen zur Umbenennungszeremonie. Er fürchtete, er könnte dabei etwas falsch gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass er so abergläubisch ist. Kein Platz. Moment, nein, ich möchte mit dem Mann reden. Wegen der Goethe-Schneider, weil ich könnte die auch einfach verkaufen. Vielleicht zählen die auch als Bauholz. Vielleicht muss ich die ins Lager schmeißen und dann zählen die als Bauholz. Dem Mann die Goethe-Schneider geben, ja. Du gibst die Goethe-Schneider dem Mann. Das ist wirklich seine. Oh, ich danke dir. Du hast sie mir zurückgebracht. Bitte nimm dies. Forschung. Weiß etwas über die seltsamen Vorfälle. Ich gehe kaum mehr vor die Tür, ich bekomme also nie viel mit, aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brüllte herum und warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Fehlte jeden an, heute ist in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Das Spiel ist ein Fischerspiel mit einer dunklen Geschichte. Anscheinend. Also irgendwas stimmt hier nicht. Und das wird wahrscheinlich über die Zeit hinweg erst bekannt gemacht werden, beziehungsweise rauskommen. Ach, mein Licht ist ausgegangen. Moment, mein Lager. Ach, da ist es. Du musst das Ding echt aufmachen. Mehr Scheinwerfer, modifiziert zwei Frachtplätze für die Aufnahme von Angeln. Neuer Rumpf. Verbessert den Rumpf. Stufe 2 und fügt neue Frachtplätze hinzu. Ein verlässlicher Motor für einen erfahrenen Seemann. Vulkanisch und Flachwasser, Mangroven und Küstennähe. Nein! Oh, ich bin so doof.
Hol die nochmal wieder. 180 kann ich mir gerade eh nicht leisten, weil ich ein armer Schlucker bin. So, für alles andere haben wir noch nicht die Sachen parat. Da brauche ich da noch mehr Holz. Du kannst ins Lager ein weiteres Licht kaufen uns dann noch. Ruh mal ganz kurz, damit du keine Panik mehr hast. Und dann werden wir mal Nachtfischen machen. Obwohl nicht nur das, wir können auch bestimmt die Krabben jetzt einsammeln. Ah, nein! Nicht mit dem Korb. Beim alles nehmen lässt er ihn da, einsammeln nimmst du den Korb mit. Nicht das, was man erwartet bei den Aussagen. Das Meer macht komische Geräusche. Guten Abend, Warschiller. Im Chat, grüß dich. Nicht alle Fischschwärme sind gleich, in manchen gibt es abnormale Exemplare. Aber das wissen wir doch schon. So, Scheinwerfer 1500 Lumen. Ozeanisch $410 dafür. Ich will jetzt nicht sagen, dass es billig ist. Mein Gott, weißt du, was mir gerade einfällt? Achso, alles gut. Ich dachte, ich hätte eine Sache für den schon gefunden, aber habe ich gar nicht. Für den Sammler.
Ein Wirtssaal. Hier wird schon das erste Relikt sein, weil ich für den bergen soll. Ein Schlüssel. Mein Gott, was ist das denn für ein Schlüssel? Ein ungewöhnlich großer und schwerer Schlüssel aus einem unbekannten Metall. Die Zähnchen des Schlüssels wirken lebendig und bewegen sich wie Tentakel. Was wir der Sammler haben auf der Schwarzfelsinsel. Ich wünsche, mein Schiff war schneller. So, du betrittst das Haus des Sammlers. Er steht im hinteren Teil des Zimmers und hält immer noch das silbern-purpurne Buch in den Händen. Er wirkt ungeduldig. Nun, du hast doch etwas für mich, oder? Zeig es mir. Du gibst ihm den Schlüssel. Das kalte Metall hat in seinen Händen einen seltsamen Glanz. Die Form des Schlüssels, der Bart, der Kopf, sehen irgendwie verändert aus. Irgendwie kleiner. War es schon immer so? Das alles? Wo ist das Schloss? Der Sammler wird unruhig. Die Teile, nach denen wir gesucht haben, sind wohl weiter fortgetragen worden, das angenommen. Sehr viel weiter. In diesem Fall würde ich dir gern helfen. Er blättert in ein paar Seiten in seinem Buch um und murmelt vor sich hin. Ein Lichtblitz blendet dich und du gerätst kurz ins Taumeln. Geh nun, wir müssen noch mehr Relikte finden. Mein Gefühl sagt mir, dass die Strömung Wrackteile Richtung Südosten getragen haben könnte, zu dem Sturmklippen. Sieh dort zuerst nach. Ich markiere eine Stelle auf deiner Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas. Die Worte, die du vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch birgt die Macht der Tiefe in sich. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Die Eile-Formel ist grausam und wirkt instantan. Die verleiht deinem Boot schreckliche Geschwindigkeit. Sei jedoch gewarnt, deine Motoren werden dabei extrem Belastungen ausgesetzt. Also gehen meine Motoren dabei kaputt. Und das beschleunigt mich einfach. Danke Rainbow fürs Folgen. Danke Mies van Draaf fürs Folgen. Da unten hin soll ich, da aber ein ganzes Stück. Da soll ich lieber nochmal hinter die Insel fahren und gucken, ob da noch Wracks sind. Die Leuchtturmwärterin kommt aus dem dunklen Wald, der die Stadt umgibt. Sie kommt auf die Docks, sie sieht irgendwie verwirrt aus. Oh, du bist es. Wen hat's denn erwartet? Deine Motoren, sie klingen wie... Es tut mir leid, ich habe dein Boot mit dem eines alten Freundes verwechselt. Niedergeschlagen dreht sie sich um und geht zum Leuchtturm zurück. Er bezahlt viel für die Drogenfische.
ein Knoten mehr in Geschwindigkeit, welches keinen anderen Motor kaufen.